Achso, ich dachte, es wäre irgendwas passiert. So, langsam nimmt der Garten hier auch Form an. Sieht das nicht schön aus? Doch, das ist sehr sexy. Da kann man nachher auch irgendwas mit Treppen oder so machen, aber sieht eigentlich ganz gut aus jetzt gerade. Ich finde, wir sollten hier vielleicht nochmal ein bisschen einfach Platz freilassen hier so. Also, ein oder zwei Blöcke. Ich lasse zwei, lasse ich glaube ich frei. Guck mal so, Tim, wo bist du? Oh, warte. War zu dir geflogen. Weil, dass man teilweise durch Wände fliegen kann. Ja. Dann hier einen Torbogen hinbauen. Ja. Weil du kannst ja diese runden Blöcke da machen, weißt ja. du? Ja, mach ich. Ha, cool. Geh ich mal ganz kurz Sidon besuchen. Oh, das Gott. Ist seine Kiste. Ich glaube, in deiner Kiste ist nichts drin. Weiß ja nie. Das ist ein fleißiges Kerlchen, du weißt doch. Das stimmt, der ist echt schnell, ey. Das ist echt unfassbar, wie schnell der Steine abbaut. Manchmal habe ich das Gefühl, so schnell kann ich gar nicht abbauen. Die wegbauen. Ja. Hier, dann am Ende wirst du sagen können, das ist alles mein Verdienst hier. Kann ich jetzt schon. Ja, stimmt. Zack. Aua. Hm? Ich hab den Weg verpasst. Da habe ich schon ein Warnschild aufgestellt. Ja, das sehe ich aber nicht. Also das ignorierst, ist mir klar. Du bist ja quasi also wo Tim ist quasi die Kiste von Hida? Oben. Im oberen Bereich. Ich habe auch übrigens keine Steine mehr, sehe ich gerade. Doch, ich habe noch 50 Stück. Ha, cool. Ich habe keine mehr, aber ich habe noch welche. Ich muss auch gleich welche wiederholen. Die logische Schlussfolgerung von Let's Multiplay. Hm? Ich habe gesagt, das ist eine logische Schlussfolgerung von dir. Ich habe keine Steine, aber ich habe welche. Nee, ich habe doch noch welche. Ich dachte, ich hätte keine mehr, aber ich habe doch noch welche gehabt. So. Guck mal, wie schön das hier aussieht, der Vorplatz hier, ne? Sieht doch richtig geil aus. Ah. Ja. Ah. Schön, schön, schön. Schön ist was anderes. So. Ich bin heiß, du bist kalt. Ich bin alt, What? Du bist jung. What? Was? Ja. Er versucht das kleine Arschloch nachzusingen. Echt? Ah. Hat das kleine Arschloch sowas gesungen? Ja. Wo am Telefon. Versucht aber mit Klavier 90 Jahre Rennen da zu bezirzen. Ja. Immer noch nicht die Kiste gefunden, also ist jetzt schon wieder andere. Ich bin der andere, ja. Kann ich dir irgendwie helfen hier? Kann ich so mithämmern irgendwo? Okay. Doch, du kannst was machen. Ja, was denn? Passwort auf dem Server. Ja. Ja, das, nee. Das kommt auf jeden Fall, das Passwort auf dem Server. Irgendwann. Eines Tages. Warum du jetzt den Weg wegbuddelst, weißt du aber auch nicht, ja? Ach, das war ein Weg hier. Oh. Ich weiß, wie ich denn jetzt gerade am Rechner sitze. Er sitzt so am Rechner. Hm. Man sieht es nachher im Video hier dann. Wie du mit der Hand über dem Kopf zusammengestützt irgendwie sitzt und denkst du so, oh Gott, ey. Nein. In dem Video siehst du dann so, wie ich langsam das Inventar öffne, schon mal die Streitaxt ins Inventar hinziehe. Ich will deine Mine auch nicht kaputt machen, weißt du? Also das. Das machen andere. Hm? Das machen schon andere. Ja. Stimmt, also unser Server wurde von überfallen, habe ich ja schon am Anfang erzählt. Ja. Und, das sah echt nicht schön aus. Also wir mussten richtig. Wie lange saßen wir hier dran? 3-4 Stunden? Um das alles wieder gerade zu biegen? Also wer auch immer das war. Ich habe gehört, das war Ananas. Falls du dieses Video siehst, wir sind sehr böse auf dich. Däne ist glaube ich nicht. Hm? War da nicht Däne? Nee, ach Ananas? Nee, das war der andere, der Däne war. Der Ananas war doch Deutscher, oder nicht? Hat er nicht geschrieben, und lernt er nicht mal Deutsch, du Vollspasti oder so? Zu uns? Nachdem ich ihn auf Englisch zugetextet hatte, natürlich, wohlgemerkt.
Da war ich leider nicht mehr da. Stimmt, du warst schon weg, ja. Ja. Flo hat sich so schön mit ihnen unterhalten, dass der Typ dann das ganze Holz ins Inventar gesteckt hat und den Server verlassen hat. Nein, ich habe ihn gekickt. Nachdem er das ganze Holz in sein Inventar genommen hat. Ich wusste, dass er das ganze Holz in seinem Inventar drin hat. Und dann meint er so, you fight like a pussy. I was writing. Texting, ja. Du warst das hier dann. So, wo ist denn hier... Wo kann ich jetzt hier den Torbogen bauen? Ach da. Ein Bogen, welcher auch gedreht werden kann. Okay. Zweimal brauche ich den, ne? Ja. So, vier. Jetzt gucken wir mal, liebe Zuschauer, wie wir den Bogen auch noch gedreht kriegen hier. So, und zwar benutze Key Left und Key Right, um den Block zu drehen. Aha. Wie rum brauche ich den am besten? Jetzt muss ich logisch denken. Mist. Game over. Moment. Error. Fatal Memory Error. Ah, so. Hä? Hallo. Block. Platzieren. Achso, rechts Maus, das muss ich vielleicht drücken. Ja, ist schwer, so Torbogen zu wohnen. Das hat mich gerade eben hier selber angekotzt. Achso, warte mal, eigentlich muss ich den so bauen. Das heißt, mir fehlt eigentlich noch ein Block da oben drüber. Ich habe noch einen Block zu wenig, weil ich muss ihn eigentlich einen höher setzen nachher. Okay. Liebe Zuschauer, ihr habt gerade live erlebt, wie Flo etwas gelernt hat. Kommt so ungefähr einmal. Kommt selten vor, dass sich Flo auch das merkt, dass er gelernt hat. Ja, wir werden es gleich sehen in den nächsten paar Sekunden. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege jetzt. So. Wie war denn das noch? Wie wollte ich das denn so machen? Ja. So. Und zwar wollte ich jetzt hier noch einen draufsetzen. Ha! Da hat er noch glatt auch einen draufgesetzt hier. Zack. So. Und jetzt nochmal den Bogen. So. Zack. Ha! Er hat's getan. So. Gerade schönes Badezimmer. So. Oh, der Torbogen. Oh. Ich hab's geschafft, ich hab einen Torbogen gesetzt. Cool. Was ist drauf, Mann? Bisschen, ja. Ich werde jetzt auch nur ein paar Steine drüber setzen nochmal. Sonst sieht das Ganze ziemlich Banane aus. Mit dem Torbogen. Siehst du das fehl? Ne? Dann den schönen Bogen. Bei uns so. Läuft gerade mit dem Wetter. Habt ihr auch Sturm bei euch? Ja. Ah, Luigi! Look at this beautiful building! Was? Nix. Ey, ganz ehrlich, ich gebe mir die größte Mühe, das schön zu bauen. Das ist ja das Traurige dran, das ist schon die größte Mühe. Ja. Was wolltest du sagen? Ich wollte nichts sagen. Er wollte nur zustimmend nicken. Danke. Das lasse ich mal so im Raum stehen. Lässt einen im Raum stehen? Ja. Ich finde, das sieht wunderschön aus jetzt, was ich hier gemacht habe. Ganz ehrlich, ich bin begeistert. Aber irgendwie fehlt da noch was. Irgendwie passt das doch nicht. Hier Alter, drin alles mit Marmorfliesen ausgelegt, mit Ventilator und alles. Oh. Ja, und dann hast du so eine komische Holztür dazu ausgewählt. Ja, es gibt leider keine andere. Ich hätte auch lieber eine andere geholt. Es gibt viel bessere Holztüren als das. Ja. Ja, du musst den Pfeil mal drücken, dass du zur Seite scrollen kannst. Ach so, okay. Ich hab mindestens 5-mal gesagt. Hast du es nicht mitbekommen?
Das ist nicht. Da war ich total in Gedanken. Du wählst die Holztür aus, dann? Dann hier, wo die Tür sich dreht, ja, da hast du auch links, rechts mal solche Pfeile. Da kannst du noch ein bisschen die Farbe ändern. Ja, ich sehe es gerade. Mal geil. Du könntest natürlich auch diese Pressspanplatte nehmen. Würde noch schicker aussehen. Ja, eigentlich schon. Wer für die weiße Tür? Oder die letzte, bevor das Holz wieder kommt? Bevor was wieder kommt, das Holz? Ja, kurz bevor das Ding wieder von vorne anfängt. Ich finde die schwarze eigentlich ganz gut, die ID3. Das kann man nicht kippen? Okay. Ist ja auch doof. Sag mal, gewittert es bei euch oben im Norden auch? Ein bisschen. Bei uns geht es gerade richtig hart zur Sache. Echt? Ja. Das sieht irgendwie auch doof aus. Ach ja, als Anfängertipp hast du vergessen. Ja. Dass man, Server-Passwort setzen sollte. Auch, und dass man, sehr viele Sachen, nur... Ist ja eine Dusche? Ja, ich warte darauf, dass da eine Dusche, also, dass eine Dusche ins Game reinkommt. So. Ich dachte, da wolltest du das Klo oder so in die Ecke bauen. Oh, das sieht ja schick aus. Oh, hier sind Klo-Räder. Ich hab für dich auch extra hier oben Ventilator. Und hier sind so Abzugs-Dinger in der Ecke. Sehr schön. Wie kann ich jetzt wieder aufstehen? Wie komme ich hier wieder weg? Escape. Ah, sehr schön. So wie dann gestern. Lol, ich bin schon wieder vom Server geflogen. Ja, du wurdest vom Gestank weggeblasen. Genau. Genauso wie die dann gestern verzweifelt ist daran, hier von dem Stuhl da, ne? Ja. Aufzustehen. Ach so. So, und der nächste Tipp für euch, liebe Anfänger, so wie ich es einer bin: Wenn die Tomaten reif sind, dann mit der linken Maustaste oder rechten Maustaste mit einer Sichel in der Hand, ganz wichtig, gegenhacken. Hack! Und dann habt ihr nämlich hier einen Tomatensetzling im Inventar, oder beziehungsweise zwei in dem Fall, die wir hier einfach wieder auf unserem schönen Feld hier platzieren können. Und zwar ungefähr hier und hier mit der rechten Maustaste. Das heißt, wir haben jetzt wieder 8 Tomaten im Inventar, beim nächsten Mal 16, beim übernächsten Mal dann 32. Warte mal, 16 plus 16, 32, ja. 64. Dann mal 64 und irgendwann 128. Und dann 256, 512. Du kriegst doch 4 Tomaten raus, oder? Aus einer Pflanze. 8 kriegst du aus einer raus. Dann musst du aber auch mal 8 rechnen jedes Mal, das weißt du, oder? Ja. Wenn du jedes Mal alle wieder einfach sind, weil du immer nur doppelt genommen hast. Wieso? Man kriegt immer 2 Tomatensätze aus einer Pflanze raus. Ich hab gerade gehört, dass es sagt 8. Du hast 2 Tomatensetzlinge und 8 Tomaten. Ja, das Setzling hast du nicht erwähnt. Ich habe gefragt, wie viele Tomaten kriegst du raus? Da hast du nur von den 8 Tomaten jetzt hier einen schönen Setzling. Achso. Okay, warte mal. Als erstes 8, danach wenn du 2 Pflanzen gesetzt hast, hast du 16. Wenn du 3 Pflanzen gesetzt hast, hast du 24 Tomaten. Und wenn du 6 Pflanzen gesetzt hast, hast du 48. Nein, egal. Hat schon also seine Richtigkeit. Was baust du da jetzt? Baust du jetzt einen Galgen für mich? Wer? Du. Oh, doch gar nichts. Du hast so eine Kiste jetzt in der Hand. Kiste in der Hand? Ja, du hast eine Kiste in der Hand bei mir. Du hast hier irgendwas in der Hand bei mir. Ich weiß noch nicht, was es ist. Ah, ich muss Rechtsklick machen zum Bauen. Bin ich das? Nein, ich. Achso. Nur noch. Ja, stimmt. Cool. Ah, nur leider nicht ganz mit. Ich muss mal irgendwann mal neu machen. Ach, Flo. Ja. Weißt du, was cool wird an meinem Beruf? Na? In den nächsten Modellen von LKWs sollen Massagesitze reinkommen. Okay. War nur für die Fahrer, aber
Ich meine, irgendwann fahre ich ja auch allein, ne?